Du bist momentan broken FIFA 18, also check jetzt mein Sponsor aus IG Fall für die günstigsten und schnellsten FIFA-Coin, Xbox Live. Also, der FIFA ist für 8% Rabatt. Also Leute, gönnt euch den Code. Viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem T-Shirt, euer FIFA. Heute bewerte ich mal Teams von ein paar anderen YouTuber. Einen YouTuber. Und Paare von meinen Kollegen, ja. Ich würde mal sagen, für die ersten Teil würde ich mich über ein Like freuen. Und abonniert, vergiss es nicht zu abonnieren. Und schreibt in die Kommentare, was ich nächstes Mal machen soll. Denn ich habe 3 Tage keine Videos gemacht und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und deshalb habe ich einfach mal das gemacht. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Lego. So Leute, das erste ist direkt von einem YouTuber und zwar wo ich sehr ich kenne ihn sehr gut und zwar von Team Red YouTube, ja genau. Also er hat im linken Flügel Sané und dann im Sturm hatte Rashford und dann im rechten Flügel Stones. Keine Ahnung warum Stones im rechten Flügel und dann hatte noch Bernardo Silva im linken ZDM. ZDM hatte Santi Cazorla und im rechten ZM hat er Özil, wo er First Owner gezogen hat. Und ja, in der rechten Verteidigerposition hat er Hector Bellerin und dann im rechten Innenverteidiger hat er Salah und im Tor hat er Joe Hart und als linker Innenverteidiger hat er Otamendi und links Linkverteidigung hatte Damian. Ja, dazu würde ich mal, ich habe 2 Minuten locker gebraucht für ganze Teamsagen und so. Ja, ich würde sagen, Sturm steht fast perfekt. Also ich würde sagen, dass er Stones mit Salah tauschen könnte. Dann wäre er glaube ich auf 97 Chemie oder so. Dann, ja, Bernardo Silva gegen Bakayoko, ja. Er kann ihn verkaufen, er ist etwa, glaube ich, 4000 wert, der Bernardo Silva, hoffe ich, glaube ich. Und dann kann er für 900 Münzen, oder ich habe ihn mal für 900 gesniped, kann er für 900 mal, ja, Bakayoko kaufen. Das wäre mein Tipp, sonst sieht er richtig alles stark aus. Oder wenn du noch ein paar Münzen hast, so 30.000 oder so, kannst du ja im Linksverteidigung ein blind Team of the Group Stage kaufen. Könnte auch gehen, aber sonst sieht das Team richtig gut aus, würde ich sagen. Also wir gehen rüber zum nächsten. So, das nächste Team. Also er hat im linken Flügel Neymar Team of the Group Stage. Und dann im Sturm dieser Clouvier oder so etwas. Ich kann ihn nicht aussprechen, keine Ahnung warum. Und dann hat er eben rechts im Flügel Promise. SBC-Karte von Promis 86er und dann hat er noch im linken ZM hatte Talisca und im mittleren ZM hatte Fabinho und im rechten ZM hatte diesen ich glaube Danilo heißt er, könnte sein, dass er Danilo heißt und im Rechtsverteidigerposition hatte Pereira. Und im rechten Innenverteidiger hatte Perrin und im linken Innenverteidigerposition hatte Thiago Silva, Linksverteidiger diese Marcal und im Tor hatte Lopez, ja. Hier würde ich, ja, er hat in Untradable den Pereira, den Rechtsverteidiger, aber ob er drin bleibt. Ja, ja, könnte, aber ich würde sagen, dass er den rausmachen soll. Und ja, er hat ja Valencia hier draußen, sieht man noch ein Stück. Er könnte Valencia holen, also hier, ja. Und dann noch im ZM noch einer, also nein. Ja, dann im ZM sollte er Juan Mata nehmen, das sollte reichen, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, sonst steht alles. Ja, sonst ist alles gut.
Ja, sonst ist alles gut. Ich würde mal sagen, wir gehen rüber zum nächsten. Lego. Okay, hier gibt es, ja, also hier kommt der nächste. Er spielt in der 4-1-2-1-2. Und ja, dort hat er im Tor Schmeichel und Linksverteidiger Rose. Ja, beiden Innenverteidiger sind Bailly und Koscielny. Und ja, Rechtsverteidiger ist Valencia. Und der rechte Mittelfeldspieler ist William. ZDM Bakayoko, ZOM Ibrahimovic. Und linkes Mittelfeld Alexis Sanchez. Und im linken Sturm hat er Lacazette und im rechten Sturm Gabriel Jesus. Okay, ja, das ist eine richtig heftige Mannschaft. Aber hier, ja, das ist gut, dass er sogar ihn als ZOM gemacht hat, den Ibrahimovic. Ja, hier gibt es wenig, würde ich sagen, zu tauschen. Wenig bis auf gar nichts. Vielleicht der Torhüter aus der Premier League, vielleicht kann er ja. Er hat ja gute Spieler, sehe ich schon. Er hat Ibra und wir hatten noch gutes. Jesus ist auch gut. Sanchez ist auch gut. Lacazette auch. Also diese drei sind die besten. Also kann er vielleicht wenn sie jetzt abgestiegen sind, kann er jetzt vielleicht verkaufen. Und dann, ja, vielleicht. Keine Ahnung, einen Dechia oder so holen, weiß ich nicht. Vielleicht, ja. Ich würde sagen, ja, das sieht man, dass er viel Coins hat. Und ja, so würde ich sagen, im Tor Dechia. Und ja, Linksverteidiger, ja, ist er ein bisschen auf Pace gegangen. Ich würde sagen, dass er ein bisschen defensiv gehen soll. Und zwar mit. Ja, im linken Verteidigerposition würde ich sagen, dass er Ashley Young in Form nehmen kann. Ja, er ist richtig gut, ja, geht schon. Kann er vielleicht, ja, er ist ja linke Außenverteidiger, wenn er das nicht will, dass er irgendeiner Position gelb-orange ist, dann kann er ja vielleicht umwandeln oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht mögen das Paar nicht, wenn es gelb ist. Das wäre mein Tipp. Also Leute, kommen wir rüber zum nächsten. Das nächste Team, oder sogar besser gesagt, das letzte Team, ist mit Iheanacho im Sturm mit Mohamed Salah und im ZOM hatte Gabriel Jesus, im linken, rechten und mittleren ZM hatte Dele Alli, Bakayoko und Rialdo. Firialdo oder so etwas. Keine Ahnung, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Also Linksverteidiger und Rechtsverteidiger sind Rose und Valencia. Und die beiden Innenverteidiger und Torwart sind Bailly, Koscielny und Begovic. Ja, hier würde ich sagen, dass Bakayoko verlassen würde. Aber es ist ein richtig starkes Team. Also es sind zwei, ja, es ist richtig stark. Oh ja, im mittleren ZM würde ich dann Özil reinmachen, würde ich sagen. Ja, Özil. Und ja, da kann diesen Iheanacho kann er vielleicht das ZM spielen lassen. Und ja, und als Stürmer kann er ja vielleicht Gabriel Jesus und als ZOM Özil. Und dann ZM, ja, Iheanacho spielen, das geht auch. Aber ja, mir wird es gefallen, eigentlich, wenn das so ist, wäre Iheanacho als ZM, denn der hat nicht so viel Tempo. Also doch, hat schon Tempo, aber ja, halt, Gabriel Jesus ist, ja, der kann mega gute Sachen. Ja, deshalb würde ich sagen, dass er im Sturm sollte, Iheanacho im ZM und im ZOM, ja, Özil. Weil das Video so kurz sicher ist, zeige ich euch noch mein Team. Und zwar, es besteht aus einem Torwart von Gianluigi Donnarumma und dann die beiden
Innenverteidiger sind Kostan und heißt einer Jesus. Und Links- und Rechtsverteidiger sind Digne und Carvajal. Und die ZMs sind eintens Paulinho, Rafinha und Toni Kroos. Und ja, die beiden Stürmer sind David Villa, Rodrigo. Und im ZM habe ich den Pirlo 91er End of the Era Card. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich wollte eigentlich so machen, dass ich Roberto als Rechtsverteidiger habe und dann Rafinha im rechten ZM mache und ja, dann im mittleren ZM Kaká einstelle, damit auch Pirlo auf Full Cam ist. Aber dann habe ich gestern noch ja, die Squad Battles Rewards geöffnet. Und ja, dort habe ich Toni Kroos halt gehabt in einem 5K-Pack. Ja, und den wollte ich nicht verkaufen, nur für so einen Kaká, wo 3000 kostet. Und ja, deshalb habe ich ihn im Team behalten, bin ja trotzdem auf 183. Und ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr, ja, wenn ihr dafür seid, wenn ich das öfters machen soll. Und ja, im Sturm könnte ich vielleicht noch, keine Ahnung, so Diolofio oder so hinstellen, das geht ja auch. Oder aus der Liga halt Asensio im Sturm könnte ich ja auch holen. Dann wäre Toni Kroos auf Full Cam. Ja, wenn ihr das wollt, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert nicht zu vergessen. Und ja, dann würde ich mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.